Willkommen zurück, meine Geister, bei Temtem mit Torch. Hallo. So, zweite Folge, genau. Letzte Folge haben wir unseren Charakter erstellt. Hat ein bisschen länger gedauert und eigentlich kleine Probleme. Und unseren Starter und unseren zweiten Starter bekommen. Ich nenne es jetzt mal so. Und haben uns dann schon mal in die Gruppe zusammengesetzt, damit wir jetzt durchstarten können. So. Bist du ready? Schlaf noch eine Runde. Ja, ich sehe es. Ich guck dir zu, wie du schläfst. So, warte mal, du hast doch vorhin was erzählt. Da ist ein Ausrufezeichen, ne? Sollen wir mal reingehen? Aber jetzt ist er doch, ist noch da. Ja, lass mal. Ey, das sieht, sieht das bei mir genauso aus, wenn ich meine Karte anschaue? Ja, ich sag ja. Das ist cool, ey. Ja, du drückst drauf und dann, ne? So ein Mini-Tablet einfach. Guck mal, hier ist Wasser. Nee. Wo ist denn, da ist das Ausrufezeichen. Hier. Ah. Willst du vorlesen? Ach so, jetzt, okay. Naja, mach du mal. Okay. Wo ist das Dingens schon wieder hin? Hey, Torch. Ich lese jetzt einfach den Namen, der da steht. Tut mir leid, dass ich bei deinen Verabschiedungen nicht dabei war. Oh, was? Komm, du hast sie angeklickt. Such dir was aus. Ich hab dich vermisst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, um ehrlich zu sein, ist mir das wirklich nicht aufgefallen. Aber kannst du jetzt nicht so bringen. Ne? Man muss ja höflich sein. Ne? So, komm. Wir machen es mal so neutraler. Ist kein Problem. Ich suche halt nur schon seit heute Morgen meinen Anhänger und kann ihn nicht finden. Sagt ihr, wenn einer herausbekommt, dass ich ihn verloren habe, macht sie mir die Hölle heiß. Okay. Tut mir leid, ich muss los. Ja, hau rein, Junge. Ciao. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn zuletzt gesehen. Ja. Ich war hier am Meer und nun, es war ziemlich warm. Also bin ich ein wenig im Silaro geschwommen. Dabei muss ich ihn verloren haben. Silaro. So ein Pech, tschüss. Nee. Aber. Was hast du genommen? Das ich ja, gesehen. Die Strömung. Ah, ja, sie war ziemlich stark. Danke. So schnell kann ich auch nicht lesen. Wie, danke? Du hast das weggedrückt. Nein, hab ich nicht. Bei mir ist das noch zu sehen. Du hast das weggedrückt. Bei dir da. Alter, dann ist... Also, sie war ziemlich stark. Vielleicht wurde er davon weggetragen. Wenn er auf den Grund gesunken ist, werden wir ihn wohl nie mehr finden. Ich habe diesen ganzen Strand abgesucht, aber er könnte am anderen Ufer sein. Oder in... Tokesa. Er könnte überall sein. Ich werde ihn für dich finden. Tut mir leid. Ich muss los. Ja, wir packen das. Ich bin dir echt was schuldig. Wenn du ihn findest, ich werde trotzdem weiter den Strand absuchen. Geil. Wir haben eine Quest. Du hast gesehen, ich war jetzt hier. Du hast sie angesprochen. Ja. So, lass mal einmal was gucken hier. Das wollte ich vorhin schon, bzw. in der letzten Folge noch gucken. Es gibt einen Bändigerpass. So. Was gibt es denn hier so Schönes? Okay, du kannst als Rucksack Holz haben. Okay. Okay, nur 21 Tage. Also wird der sich jetzt... glaube ich nicht lohnen. Haben wir denn so auf der letzten Seite? Ah. Gut, ist aber auch im Endeffekt ein Reittier. Machst du jetzt einen auf Max oder was? Max? Ja. Erstmal reinpayen, so wie er, um so ein Digital-Ding zu kriegen. Aber hier gibt's kein Digitales. Und wie teuer ist der denn? Ich will nur mal gucken. So. Ja, man kann es ja jederzeit anpassen. Ah, ne, doch nicht. Was davon ist denn jetzt der Pass? Die Tasche plus 60 Exklusivbelohnungen? Check ich nicht.
Ah, okay. Warte mal, habe ich das nicht hier? Okay, wir kriegen so diese, also diese Novas müssen wir ausgeben. Wir kriegen 300. So, den kostet 150. Ah, okay, ich verstehe. Die Sachen kriegen wir dann. Okay, ja, gut. Egal, wir wollen ja erstmal das Spiel durchspielen. So, also habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Die Quest verloren auf dem Silaro ist hier rechts von uns das Wasser. Und hier irgendwo kann das Ding verschollen sein. Oder auf der anderen Seite des Ufers. Auf der Karte sieht man da nichts. Okay, ich habe auch den Pass schon angeklickt. Egal. So, ich glaube, wir müssen halt tatsächlich nach oben gehen. Meinst du? Warte. Was? Ich soll sie bekämpfen? So, meinst du dann hoch? Jetzt ist der nächste Kampf. Aber warte, was ist hier bei dem? Ach jo, stimmt, da war ja auch noch einer. Da. Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Ah, endlich etwas Ruhe und Frieden. In puncto Lebensqualität ist Zada nicht zu überbieten. Glaube mir. Wenn du in der Hauptstadt arbeiten müsstest, würdest du diesen Ort mit anderen Augen sehen. Ihr junges Gemüse bevorzugt doch bestimmt Arisola. Die Aufregung, die Menschenmengen, das Hin und Her in der großen Stadt. Aber denk dran, eines Tages wirst du die einfachen Freuden eines sonnigen Tages, eines guten Buches und eines friedlichen Plätzchens wie diesem hier zu würdigen wissen. Ich war noch nie weiter weg. Na klar, du bist auch eigentlich zu jung, um allein zu reisen. Eines Tages wirst du diese Erfahrung machen und dann, wer weiß. Vielleicht vermisst du dann all dies, wenn du die Pan-Sonne nicht mehr sehen kannst, weil es die ganze Zeit in Arbori regnet oder du in Tukma tief im Untergrund wohnst. Also genieße deine Kindheit, solange du kannst. Diese Tage werden niemals zurückkehren. Weise Worte. Der hat ein cooles Vieh. Muss ich sagen. Ja, hier schläft auch einer. Das ist ein Spieler. So, was haben wir denn hier noch? So, okay. Die. Was? Ich geh mal einfach überall rein. Ja, jetzt hat er mich auch dahin teleportiert. Also. Hast du was für mich? Oh, guck mal. Oh, hallo. Wie läuft es auf der Akademie? Wie geht es, Max? Ach, ist das die Mutter? Mir geht's gut. Klasse, ich wusste schon immer, dass aus dir mal ein großartiger Bändiger wird. Cool. Hier ist aber ein Hall in dem Raum. Jo, ne? Die Schritte. Und zack. Meinst du, sollen wir direkt hoch? Ja, lass mal. Ich will mal eine Sache noch beim Mutter gucken. Okay. Aber Pokémon kannst du deiner Mama geben, die heilt, ne? Ja. Boah, hier ist aber auch ein Heil. Ah. Oh, du bist ja wieder... Du bist... Was? Da bist du ja wieso? Bevor du wieder verschwindest, lass mich deine Temptem... Guck mal. Für dein nächstes Abenteuer müssen sie in einem Top-Zustand sein. So, alle geheilt, viel Glück. Wow, gar keine Animation. Jo, so. Einfach so. Was ist hier? Kann man oben noch was machen? Die ist auf jeden Fall erfahrener als die Pokémon-Mutter. Ja, ne? Ah, okay, hier gibt's auch nichts. Ey, ich will mal dieses Temtem hier mitnehmen. Ups. Wow, kannst du auch nochmal schlafen? Aber haben wir jetzt beide im selben Bett geschlafen? Nee, ich hab den Schlafsack da genommen. Okay. Den Sitzsack. Okay. Das ist neueste Mode.
So, ich geh da mal raus. Gut wäre natürlich, wenn die noch mehr Temtems rausbringen und so. Also, warte mal, was ist denn hier? Okay, guten Tag. Was für ein beeindruckender Abschied. Unglaublich. Es kommt mir fast wie gestern vor. Da habt ihr Kinder noch im Holzschwert mit Holzschwertern gespielt. Und jetzt schaut dich an. Schau dich an. Bereit für die Akademie. Heute ist mein Lesen ist on point heute. Eine Sache noch. Kannst du dich bitte um Max kümmern? Xia hat dich schon immer bewundert, ob du es glaubst oder nicht. Ja, komm. Danke. Ich wusste schon immer, dass man sich auf dich verlassen kann. Okay. Sollen wir ins Gras? Oh. Warte. Ja. Hä? Wie die Gruppe verlassen? Hä? Nö. Was war das denn jetzt? Professor sagte, dass du zur Akademie willst. Nun gut, aber pass bitte auf an der Prasinnenküste. Prasinnenküste? Ja. Irgendwie so. Und denk dran, eine Salbe zu verwenden, wenn deine Temtem Schaden entstecken. Aller Anfang ist schwer. So, was wolltest du jetzt? Ich dachte, wir machen den Scherstein Papier, weil als erstes... Ach so. Wie machst du das denn? Mit L. L. Dann suche ich Holz, Stein, Papier aus. Okay, 3, 2, 1, go. Ich hab gewonnen. Und du darfst. War bei dir auch Stein und Ja, du hattest Stein, ich hatte Schere. Ja, okay. Dann. Ja, aber ist doch egal, oder? Wir machen ja keine Nuzlocke draus. Ja, ja, klar. Dach, Arsch, wir machen einen Einspann. Oh, guck mal, was ist, hier so. Ist das eigentlich random oder? Ja. Achso. Ich glaube, das ist damals die Pokémon. Da bin ich gar nicht mehr gewohnt. Oder die haben halt keinen Bock. Guck mal, die haben halt keinen Bock. Oh. Jetzt. Oha. Können wir jetzt beide fangen oder wie geht das? Gehen wir mal raus, wa? So, mit der Tem-Karte kannst du neue Temtem fangen. Wähle sie aus deinem Rucksack aus und wirf sie auf Will Temtem, um zu versuchen, diese einzufangen. So. Es gibt verschiedene Stufen von Temtem-Karten mit höheren Erfolg. Ja, okay. Wie ein Dings. Nachdem du ein Temtem gefangen hast, werden seine Daten in deiner Tempedia registriert. Von nun an wirst du sehen können, wie effektiv deine Techniken gegen Temtem dieser Spezies sind. Cool. Warte mal, das ist eine Stufe 2, ja, ne? Ja. Welchen willst du? Ach, das ist mir egal. Dann hole ich mir Fahara. Einen coolen Namen. Oh, mit Namen. Fahara, Entschuldigung. Ja, jetzt, ich glaube, ich mache mal die schwächere Attacke, nicht dann. Nee, ich habe direkt Pokéball geschmissen. Ach so. Pokéball. Du bist das auch passiert nur, das wird heute natürlich nicht heute, das wird immer noch öfter passieren. Ja, weiß ich nicht. Meinst du sofort, Level 2, ich probiere es einfach mal, wenn es so wie bei Pokémon tatsächlich ist. Was mit Stufe 10 easy fangen? Easy. Schweben habe ich, cool. Ah, siehst du, ich habe bei dem jetzt mehrere. Ich habe jetzt Leben, Rot, Geschwindigkeit, dafür Ausdauer und Spitzangriff. Oh, grün. Okay. Schauen Sie. Wow, das war so klar. Okay. Weißt du? Brudi. Warte, ich mach Hypnose. Ja, aber wenn ich jetzt... Macht er das dann als erstes? Okay, der schmeißt zuerst. Toll. Boah, was? Lol. Ey, schon zwei Dinger verschwindet, ey.
mein Team gar nicht. So. Ruhe mich, glaube ich, mal aus, weil ich habe keinen. Ja, ich mach das mal. Ich hoffe, es auf. Ist jetzt wach? Ja. Was heißt denn die 1 da drunter? Weiß ich nicht. Ja, komm. Ey, das gibt's doch nicht! Was ist das? What? Was ist passiert? Ey, der hat dich gekillt. Ich hab null Dingens, glaub. Ah, shit. Warte, ich nehm Fahago. Und das Match. Dann kann ich ihm ein bisschen Schaden drücken. Aber ich mach jetzt eh erst das da. Was sind eigentlich diese beiden? Also, Pokémon wahrscheinlich das hier warten, oder wie? Nee, ich glaub, damit lädst du deine untere Leiste auf, war das. Ey, ich. Wann kommt der nächste Shop? Wie viel Geld habe ich noch? Ich glaube, du kannst unten schon was kaufen. Achso, ich muss noch das Ziel wählen. Falls du den jetzt nicht fangen solltest. Jawohl. Boah, das war ein Krampf, ey. Dann wird er wahrscheinlich stärker sein. Von wegen her. Naja. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das wie, ne? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 rote Werte und 2 grüne. Der Laufstick. Ich glaube, wir sollten zum Mutti, ne? Ich glaube auch. Ist halt super gelaufen, ey. Was war das? Ich habe Angst, hier durchzurennen. Uff. Mutti, wir kommen. Da. So, Tag, Mutti. Komm, heimal. Brauchen wir uns hier nicht nochmal durchzulesen. Aber was war das denn jetzt? Oder weil die. Also ich weiß, dass die blaue Leiste quasi sowas wie Mana ist. Und wenn die verloren geht, dann passiert irgendwas. Ich glaube, dann machst du dir selber Schaden, war das. Und Hypnose braucht halt 20. Und ich habe 21. Ja, okay. Ich bin schon sehr begeistert, zu viel. Karten da ausgegeben zu haben, wie auch immer. Flache Pokebälle. Übrigens, die Frisur habe ich auch überlegt, ne? Also. So, was gibt's hier? Ich wollte sagen, bei dem gibt's bestimmt einen Trank. Bei dem da. Dem hier? Meinst du? Ey, gehst du an der spazieren? Ja. Na gut, aber pass auf wilde Temtem auf. Sie neigen dazu, um hohen Gras zu jagen. Und es gibt immer einige Temtem-Bändiger entlang der Küste. Die lechzen nach einem Kampf. Wenn du auf einen von ihnen stößt, werden sie dich ganz sicher herausfordern. So, in einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder da. Mein Internet hat rumgespackt. So, dann wollen wir mal, ne? Mhm. So. Das war bestimmt das digitale Pokémon von ja, Max. Wahrscheinlich. Das ist ja, so, Bruder. Hat uns so gehackt. So. Oh ne, der wird mächtiger werden, als ich sie dann schon kommen. Bruder, ne, nicht mit mir. Oh, ups. Da war einer. Ah, endlich jemand, gegen den ich meine Fähigkeiten erproben kann. Ja, oder? Kannst du auch auswählen? Nein, nein. Ja, oder? Ja, ne? Ja, komm. Oh, fällig den Jungen.
Ja. Ach, da kriegen wir schon hin. Der hatte nur Stufe 2. Ah, manche Techniken haben einen Wartewert, der angibt, wie viele Runden das Temtem im Kampf sein muss, bevor es sie benutzen kann. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, ja, okay. Okay, dann wollen wir mal mit dem Tackle anfangen, oder? Was, Tackle? Ja. Hast du wirklich eine Attacke, die Tackle heißt? Ich glaube, ja. Oder ich hab Echo, so ich kann dich auch anvisieren. Hallo, nein. Eine Tritt, okay. Wir sollten uns vielleicht absprechen, wenn wir angreifen gemeinsam, oder? Ja, sollten wir. Ja gut, dann... Ich weiß nicht, wie effektiv... der... Pigapick bei dir ist, wie viel Damage du ihn drücken kannst. Ich hab keine Ahnung, wo steht das denn? Wie kann ich das denn? Mit X, glaube ich. Ja, mit X kannst du eine Fähigkeit sehen. Schaden macht mein Tritt 32. Ja, meiner macht 37. Server wird neu gestartet. Bitte versuchen, in einigen Sekunden erneut dich zu verbinden. Wow, läuft heute. Ja, auf jeden Fall, pass auf, ich greif Pacharo an. Acharo. Ja, ich spiel jetzt eh raus, glaube ich. Sehe ich gleich. Bist du noch da? Ich bin noch im Kampf und du stehst neben mir. Wieso steht da was für... Ey. Ich habe gerade schon in Richtung Router geguckt. Aber der ist noch... der leuchtet ganz normal. Ich höre Kampfmusik. Ist aber schwarz. Vielleicht lädst du gerade rein. Ach, 26 Sekunden. Ja, ja. Ich greife jetzt das Schwein an. Ja. Ja, aber wie sehe ich, ob ich effektiv dagegen bin oder nicht? Das haben die vorhin gesagt, wenn du es fängst oder so, dann wird der Ring anders. Weißt du, also quasi wie, ne? Pokémon. Ich wiederhole es nochmal. Dass nachdem du es einmal gegen das gekämpft hast oder so, dass du dann danach siehst, ob effektiv oder nicht effektiv. Hier ist das auch so nur das erste Pokémon, die Erfahrung, ne? Temtem. Also das, was im Kampf war. Also wenn du jetzt ja auswechselst, dann würden beide das bekommen. Ah, da müssen wir auch noch mal ein bisschen leveln, wahrscheinlich öfters mal. Ja. Ja gut, aber wir brauchen erstmal, wenn wir die ganze Zeit zusammen zocken, nur 3 Haupt-Temtems. Ja. Boah, der war aber spendabel mit 43, du. So, hoffen wir, dass das Internet jetzt stehen bleibt. Du hast mich geschlagen. Der Silaro, verschlinge mich. Du bist ziemlich gut für ein Kind. Ja, ich weiß. Hallo? Doch nicht. Nee, hier gibt's nix. Okay, da gibt's nix. Ich hoffe, wir haben da einen Doppelkampf. Ja, wie, es ist doch alles Doppelkämpfe. Ja, aber so richtigen Doppelkampf. Attacke! Hallo, Kleiner. Hast du Interesse an einem freundlichen Temtem-Match? Lass doch die Schüler in Ruhe, Oran. Sie sind vermutlich auf dem Weg zur Akademie. Du wirst noch dafür sorgen, dass sie zu spät kommen. Eieiei. Direkt erstmal einen guten Eindruck. Ja. Machen. Aber ganz ehrlich... Ich finde die Grafik echt cool von dem Spiel. Also beim Tauschen kannst du, ja okay, das braucht man mir nicht sagen. Ach Mist, wir haben ja nur Level 2 Temtems, die anderen, ne? Die müssen wir aber auch irgendwie leveln. Jo. Ne? Müssen wir nochmal zurückgehen und dann ein bisschen leveln oder so, keine Ahnung. Ja, wobei Tuwei ist Stufe 5. Also. Ich greife den linken an, den mit Level 4. Den oberen. Ja, da mach ich das auch. Hatten die. Ne, die haben nur die, ne? Ja. Ja, dann passt das. Ui. Nein, er ist gleich wieder tot. Da wurde dein Angriff erstmal gesenkt. Nochmal Psy-Welle. Immer wissen, wie viel Schaden das macht.
und natürlich gucken, wie es aussieht. Oh, cool. Das ist doppelt. Ah, okay. Das war effektiv. Das war effektiv. Ja, ich kann die aber jetzt nicht nochmal einsetzen. Alles halb effektiv. Level up. Meinst du? Ich weiß gar nicht, was bei mir effektiv ist. Aber ne, wenn du effektiv bist, dann werde ich ja nicht effektiv sein. Nicht unbedingt. Ja, komm, ich mach nochmal einen Tritt auf ihn. Ja, das ist schon schwierig, ey, wenn man sich gar nicht auskennt mit den Effektivitäten und so. Fühlt sich auf jeden Fall dann anders an, ey. Ja, ich finde, macht Bock. Halte dich nicht zurück, gib uns alles. Ja, hab ich doch schon. Ja, ne? Will die auch kämpfen? Ne, die labert nur, ne? Weiß ich nicht. Ja, anscheinend will die nur labern. Warte, warte, nicht angreifen. Ich bin kein Bändiger. Ich trainiere hier nur. Was trainierst du? Joggen. Dadurch werde ich richtig fit und es ist viel gesünder als das ganze Kämpfen, das ihr alle so liebt. Ich bemühe mich lieber selbst, anstatt andere für mich kämpfen zu lassen. Und die Küste ist ein guter... Klingt interessant. Ist es und sehr gesund. Hast du zum Beispiel schon einmal versucht, über Kanten zu springen? Ah, okay, wahrscheinlich sagt die mir, ich soll da runter springen. Epa. Guck mal, hier ist ein... Was? Ja, ich wollte das Item aufsammeln. Hey, du! Ah, komm, der will eh kämpfen. Boah, das hat nicht vorlesen. Zweimal Pippi? Jo. Ich glaube, ich wechsle. Warum? Ah, ne, ich hab wieder voll, okay. Ich greife den Level 3 an. Okay, dann nehme ich den unteren schon mal. Echt? Oder ne, komm, machen wir zusammen. Naja. Geh mal erst auf den Schwächsten. Das Schwächste Glied. Was ist das? Das sowas wie... Ah. Schadenseffekte sind Zustände, die ein Temtem während des Kampfes beeinflussen. Jeder Status ist eine bestimmte Anzahl Runden aktiv. Okay. Okay, gibt es irgendwo... Bedeutet das schnell? Ich habe keine Ahnung. Und mit X kannst du... Ne, mit X kannst du die Attacken. Mach ich mal Psycho-Welle auf den Volleren, den müsstest du ja töten, den anderen, ne? Ja, okay, dann greif ich den 3 an. Falls ich den jetzt treffe mit der... Ah, der weicht aus. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Hast du eine Ausweichattacke, okay. Die gehen immer auf dich. Ja, ich wechsle mal. Ich muss ja nicht sehen, dass er stirbt, ne? So? Tuwei. Ich will noch einen anderen Starter ausprobieren. Aber der Doc hat doch gesagt, der ist schwach. Hey, der Professor, Mann. Ja, gucken. Toll, ey. Picken, ja, was hat er noch? Windklinge, oh, Windklinge klingt gut. Gut, boah, okay. Klingt nicht gut. Okay, der muss sich ausruhen, dann machen wir eine normale Attacke. Jetzt ist eine Geschichte. Gut. Komm, schlecht ist der nicht. Schrilles Kreischen. Häufig von Lehrern der Akademie benutzt. Diese neutrale Technik betäubt die ganze Klasse. Das ganze Team. Geil. Hat mein Tuwei gerade gelernt. Der Sieger kriegt alles, ja. Ja, gib her. Sollen wir gucken, dass wir vielleicht zur Stadt kommen und da dann einen Cut machen? Ja, ja. Mal gucken. Kriegen wir jetzt beide das? Ich habe einen Vitalapfel bekommen.
Okay, halt 75% LP. Oh, voll. Ah, ja. Weiß ich nicht. Sollen wir mal zum weiter oder? Ich überlege, warte. Grad. Wobei, von mir. Ja, hier sind andere. Ja, irgendwie. Hä? Was machst du da? Ja. Ne, lol. Boah, ne, ich hasse dieses Ding. Soll ich das mal versuchen zu fahren? Nein, lass es. Ach, guck mal, jetzt können wir sogar flüchten. Wollen wir flüchten oder wollen wir kämpfen? Nee, kämpfen, Erfahrungspunkte. Dann wechsle ich aber raus. Ja, das ist Stufe 2er. Dann können wir unsere gerade gefangenen Temps nutzen. Hä, achso, ne, warte. Ach, ich sehe auch deine? Ja. Ach, wir haben dann nun so ein 6er-Team so und das genau. War's. Also wenn wir kämpfen, dann kamen wir immer nur unsere ersten 3. Ja, ja, das ist mir schon klar. Also wir können 6 im Team haben, aber dann müssen wir halt uns absprechen, welche wir nehmen. Dann könnte ich auch einfach dein Fargo jetzt nehmen, das ist ja krass. Ey, ich probier mal. Nee, ich will mein Seilbart. Der ist der Schwächste, ja, mit Level 2. Jetzt killt er uns wahrscheinlich eh. Tristel, zieh dich zurück. Boah, ich wüsste schon so einen Namen dafür, aber da würde ich nichts aufnehmen. Wasserklingen. Ja gut, das bringt jetzt auch eigentlich nichts, ne? Ja, mach mal einfach. Der muss sich eh ausruhen wahrscheinlich. Oha, ja, ich jetzt auch. Ah, Mist, sie steckt den ja jetzt auch noch. Warte mal, was ist denn das für eine Attacke? Dieser bedrohliche Blick verleitet dem Temtem 2 Runden lang alarmiert und sorgt dafür, dass sich Gegner verwundbarer. Ah, okay, das Ausrufezeichen ist, die sind schwächer, also geschwächt. Okay. Also, Verteidigung geschwächt. Hm. Ah, super. Putz! So, erstmal hier leveln. Oh, yeah. Ladezeit ist schon ein bisschen lang. Ja. Oder es liegt gerade mal im Internet. Ja, wir spielen ja jetzt auch die Switch-Version, ne? Das hätten wir vielleicht. Ja, mein Gott. Oder das, der braucht halt so lange, weil. Aber der braucht bei mir so lange. Mhm. Ich kam hier gerade rein, du warst schon mit der Mutter am Reden. Ach so. Wahrscheinlich ist mein Internet gerade ein bisschen überfordert oder ich müsste nochmal switchen auf das IP5 oder so. So, dann wollen wir mal, ne? Oh. Oh, ich hänge wieder fest. Wie, du hängst ja, fest? Ich hing hier wieder, ich bin wieder gegen so eine Kante gerannt. Ach so. Mein Gott, die haben ja schon Viecher, ey. Zack, zack. Oh, wir können ja hier so und das eine auch diese Kiste oder was wir wollen. Okay, jeder macht es für sich selber auf. Ein Beleber. Haben wir hier nicht auch noch was? Nee. Wo? Rechts. Hier ist ein Angler und eine Person. Aber wir müssen jetzt eh hier nach oben. Ja. Ich glaube, da ging es nicht weiter. Was möchte er? Ich kann Tukesa von hier aus sehen. Ha, wenn ich doch bloß ein Surfbrett hätte. Ui. Ist auch ein Surfbrett. Temtem. Nein. Wie bewege ich das denn jetzt? Achso, mit Y. Mal, wer bei mir vorne ist. Hey. Wir werden definitiv kämpfen müssen. Hier kommen wir nicht durch. Hier. Ach, hier. Da geht's nicht. Dass wir da jetzt keinen Encounter gekriegt haben, ne? Tja. Pass auf, jetzt gehe ich hier rein und zack. Ja. Oh cool. Direkt fangen, ey. Welches denn?
Ja, beide. Ja, welches willst du denn? Keine Ahnung. Ich nehme Swally. Okay, dann greife ich Kaku an. Einmal. Und dann fange ich es. Jetzt tot. Okay, ich könnte nochmal angreifen. Zärtlichkeit. Oh nee, jetzt vergifte mich doch nicht. Ja, aber nur zwei Runden. Ja gut, das wird jetzt, da ist jetzt, das haben wir ja schon rausgefunden. Danke von Dingens. Ich pick den noch einmal. Ein Crit, Alter, kein Crit. Gibt's überhaupt Crit? Stimmt, ne? Stimmt. Jawohl. Geht doch. Ja, ich muss einmal angreifen. Dann. Achso, ja. Ich packe mal die. Ja. Jetzt vergiftet der mich. Aha. Windklinge, natürlich möchte ich die. Achso, dann muss ich jetzt warten, ne? Weil sonst geht's. Ja, du kannst dich ja beleben oder hochdingsen oder so. Wolltest du nicht nochmal anbreiten? Ah, ne, hast du schon. Ne? Jetzt haben wir jetzt auch im gelben Bereich. Oh yes. Was? Egal, guck ich gleich. Jo, natürlich auch. Wurde mal Schaden. Ach, guck mal, Koop-Bonus-EP gibt's sogar. Ja. Kriegen das dann die Temtems, die nicht mit im Kampf dabei sind von den dreien, oder? Nee, ich hatte, also bei mir war jetzt gerade das, was ich gefangen habe. Ja, ja, bei mir auch. Warte, so Team. Team. Mythridatismus. Durch Gifttechniken erlittener Schaden wird um 20% reduziert. Der Statuseffekt vergiftet wird verhindert. Cool. Man, da kann nicht vergiftet werden. Ah, hier. Guck mal. Nimm mal ein Temtem von dir. Und ja, die TWs, das sind die Dinger, die du levelst. Also die du nach einem Kampf bekommst. Ja. Und irgendwo konnte man. War das ein Tempedia? Hä, aber mein Tuval bekommt 0. Ja, hast du mit Tuval schon gekämpft? Nee. Ach so, die. Ach so, okay. Ja. Verstehe ich, alles klar. Hier, und zum Tier bei der Tempedia sehe ich nämlich EW-Anstieg. Wird dir auch im Spiel angezeigt, gegen wen du kämpfst, um was zu erhöhen. Hm. Meine, den hab ich nicht. Wo ist denn da? Den hab ich. 48 Grundwert. Ne, okay. Okay. Will ich gegen die kämpfen? Muss man gegen die kämpfen? Weiß ich nicht. Vitalapfel. Ich glaube, die bringen dir noch was bei. Meinst du? Ja. Okay. Dieser Anfänger hier nervt mich erst, ihm das Klettern beizubringen. Dann kommen wir den ganzen Weg hierher und dann hat er doch tatsächlich seine Ausrüstung daheim vergessen. Es ist lächerlich. Ich meine, schau dir die Felsoberfläche hier doch einmal an. Ein Kinderspiel mit der richtigen Ausrüstung. Das ist meine Strafe dafür, Anfänger ernst zu nehmen. Wow. Ich glaube, das kriegen wir später. Ich glaube, hier ist ein Kampf. Danke. Ja. Ich bin Sarah. Ich bin Lara. Und zusammen sind wir die tödlichen Zwillinge. Das stimmt, Lara. Ich bin Sarah. Das sagt nicht doch was. Nein, ey. Hm.
Was auch immer, lass uns kämpfen. Mein Gott. Du warst von ihr, alles klar. Die haben das Spiel sehr ernst genommen. Ja, die Pokémon halt oder die anderen, ne? Ah, jawoll. Guck mal, da sehen wir direkt. Sehe ich den Schaden dann auch? Oder muss ich das tatsächlich mal fangen? Begiftet. Und ein bis ein Achtel seiner maximalen Gesundheit. Okay. Ich greife Svalli an. Achso, die sind Level 2. Aber tatsächlich, ich habe die Vermutung, dass ich effektiv sein könnte gegen den. Windklinge. Ja, genau. Attacke. Aber das ist effektiv, nein, ne? Ich glaube nicht. Der schildert sich. Ja, das ist so ein Saftkorn-Verschnitt. Wird daraus ein Smetbu? Nein, Smetbu-Verschnitt. Ja, okay. Ich bin nicht mehr vergiftet. Die haben noch... Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, deswegen die tödlichen. Uiuiui. Ich glaube, der das letzte Temte... Nein, bestimmt die drei, die nicht mitspielen. Die genau, die nicht im Kampf mit sein können, die werden... Das ist cool. So, dann... ich glaube, ich greife an, oder? Ach ne, das hat ja vorhin wenig Schaden gemacht, oder? Die Windattacke oder Flugattacke? Weiß ich nicht mehr. Probiere ich aus. Da ich greife die Pikepik dann auch mal an. Ja, ja, okay. Eine Meisterleistung. Ja, aber komm. Nein, der ist gleich tot. Nein! Achso. Ja, den sollten wir jetzt erstmal nicht angreifen. Ich muss mich ausruhen, aber ich switche. Switch auch, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Tuvai. Du nimmst dein Tuvai raus, ich hol mein Tuvai rein. Fuck. Meiner erinnert mich so ein bisschen an Prudent. Ja, das stimmt. Ich geb dir gleich Kratzer, Junge. Ja, kannst du direkt auswechseln wieder. Ich greife beide an. Oh, cool. Aber ich mach den Schaden runter. Habe ich vergessen, dass der Kreis ist hier schrillender Schrei. Hat das Schaden gemacht? Och nö. Bruder, hast du den Schaden gesehen? Jetzt kann ich die Attacke nicht machen, ne? Gut. Ich gehe doch zu meinem Starter. Ich chill mal eine Runde. Ja, mein Schatter hat nur Hälfte Energie. Ja, meiner ist voll. Okay, das war's mit. Ich hab voll. Okay. Ich kann immer noch nicht angreifen. Da gibt's einfach nicht. So. Ja, zu wem wechsle ich, ey? Eigentlich gar nicht. Ja, muss ich noch eine Runde. Ich glaube, du kannst sogar, nur dann kriegst du halt selber Schaden. Ach so, okay. Und da ich ja vorhin, weiß ich nicht, ganz wenig hatte und irgendwie... Boah, das wusste ich, dass er das überlebt. Was? Was? Slapper hat gerade Karateschlag gelernt. Ey, jawoll! Für Zärtlichkeit der Text. Wirklich? Willst du wirklich etwas angreifen, das so niedlich ist? Geil. Das gefällt mir. So, ja, und mein Kaku ist schon hier. Boah, ich kann nicht rauswechseln, ne? Entweder machst du den jetzt kalt, oder? Ja, ich guck mal. Ich habe immer noch nicht genug Energie, aber ich kann Karate-Schlag jetzt machen. Wir waren... Haben wir den Outspeed oder hat der uns zuerst angegriffen? Ich hab keine Ahnung. Ich probier's. Boah. Ach, mei, ja, ja. Boah, Gott sei Dank. Hätte auch schief gehen können. Nein. Dick mir den Rücken. Gebe dir Deckung. Nein, warte. Wir wissen selber nicht, wer ist.
einfach beide, Sarah und Lara. Keine Chance, wie hast du das gemacht? Wir sind halt gut. Wir brauchen eine neue Strategie. Da, Sarah. Siehst du? Sag ich doch. Die haben vielleicht zu viel getrunken. Da sind noch welche. Oh, da ist der nächste Doppelkampf. Da sind die nächsten. Ich weiß nicht, ob wir uns heilen sollten. Ja, müssen wir echt weit zurück, ne? Oh nein, das ist... Ja, komm. Achso, ich kann... Nee, doch nicht. Ja, das ist... Ja, ich zurück können wir relativ entspannt. Dann müssen wir sogar nicht kämpfen, bis auf am Ende vielleicht. Kannst halt auch schneiden, wenn du kriegst. Musstest Dankeschön. Du das sagen? Musstest du das sagen? Was machst du da? Ich bin kein einzigen Busch gelaufen. Jetzt am Ende musst du durch den Busch. Ach, warst schon so weit? Krass. Ja, ja. So. Okay, damit die Folge ein bisschen länger ist. Nein, ich habe ja wieder Tukan hier. Ach, guck mal, ich habe jetzt Windklinge, ne? Ja. Sagt, zeig dir mir rot an, also wird nicht effektiv sein. Bei mir zeig ich das nicht an. Ja, wahrscheinlich, weil ich den gefangen habe. Wahrscheinlich müssen wir den fangen, damit wir das sehen. Ja, hat er gesagt, aber ja gut, dann muss ich den auch noch extra fangen. Ja, wenn du willst, gönn dir den, wenn er jetzt nicht stirbt. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich Ist halt schwierig. Das war der falsche. Ist halt schwierig, weil du hast den ja schon, ne? Wir sollten ein ausgewogenes Team. Und ich habe halt so viele Karten beim ersten verschwendet. Das ist halt... Ich sag mal so, am Anfang ist das ja eh egal. Kriegen wir bestimmt noch ein paar mehr. Ja, dann komm ich von hier. Dann ruhe ich mich aus. Ich habe noch drei. Na gut, ist auch egal. Ne? Insgesamt hatten wir ja dann 16. Was? Ja, von diesen Temtem-Karten. Ja, du und ich 8 jeweils, ne? Ja, genau. Aber wir brauchen ja nur 3. Können wir auch tauschen, einfach so wechseln? Stimmt, können wir tauschen. Oder achso, du meinst, weiß ich gerade nicht, ob du da zu einer Box hin musst. Wo rennst du hin? Du musst nach unten. Ja, ich weiß. Ich warte, bis du einfach da reingehst, bevor ich... Das ist clever. Das ist clever. Zack. Ab zum Mutti. Wollen wir in die City noch gehen und dann beenden? Weil wir sind schon bei wieder über der Zeit. Hätte ich jetzt eigentlich so gewollt, aber... Aber wer weiß, ob da nicht auch noch... Lass einfach zu den beiden da hingehen und dann... Ja, genau, dann gucken wir, was da ist und dann können wir... Wie ist das denn? Ist das so wie Pokémon? Wenn ich das hier abspeichere, dann fange ich auch hier wieder an, oder? An sich glaube ich schon. Also du speicherst ja nicht. Das ist ja... Du kannst ja gar nicht speichern. Nö, kannst nicht speichern. Ich glaube, gehst du durch eine Tür, dann speichert der automatisch oder so. So, ich laufe schon mal vorne. Ich habe ja so ein Glück mit, dass wir nicht kämpfen müssen. Bist du bereit? Okay, kein Kampf. Oh, kein Kampf. Sind da Items? Oh, da ist jemand hier unten. Nein? Sagt ihr irgendwas, oder? Nö, ich habe dich jetzt nicht angesprochen. Okay. Kommen wir ja nachher. Und... Oh. Wow. Wo rennst du hin? Wo renn ich denn hier hoch? Ist kein Kampf. Wir hätten einfach hochgehen können. Ich glaube, da können wir die Folge trotzdem beenden jetzt, oder? Ja, hallo, okay. Warte, ich lese mal eben kurz eine Ärztin hier. Hallo, Ghosty. Du hast ganz schön lange gebraucht, um hierher zu kommen. Nur ein Witz, wie geht's dir? Wer bist du? Ich arbeite im Temporium in Brickel de Mar und ich bin ein Freund des Professors. Er musste sich beeilen, in die Stadt zu kommen, aber er hat mich gebeten, euch hier zu erwarten. Bitte heile meine Temtem. Tut mir leid, ich habe frei. Ach so, halte die nicht, oder Nein, was? Nein, aber keine Sorge. Siehst du diesen kleinen Stand dort? Oh, das ist ein Mini-Temporium.
Städte haben richtige Temporium-Gebäude, aber oft kannst du Mini-Temporien wie dieses hier an strategischen, klugen Orten finden. Du kannst die Heiltem-Maschine darin nutzen, um deine Temtem zu heilen. Du kannst dort außerdem deine Temtem ordnen und Items kaufen. Oh, cool. Wahrscheinlich ist und das wir hier laufen den ganzen Weg extra zurück, ey. Ich hab geklopft. Okay, links das Ding heilt. Würde ich sagen, dann ist das die Tembox. Ja. Und hier kannst du den Typen kaufen. Okay. Dann sind wir nur ein paar Minuten drüber, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Guckst, was du kaufen kannst? Ja, Temtem-Karten. Oh ja. Oh ja. Ich kauf mal so. Wie viel Kohle habe ich denn? 521. Ich kauf mal 10, glaube ich. Boah, 10, 100, ja doch, bin dabei. So, ja gut. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge, ne? Ja. Wir sind relativ weit gekommen. Nicht. Richtig? So, ja, ich hoffe, wir sind in der nächsten Folge in der Stadt endlich angekommen, um da noch ein bisschen Neuigkeiten zu sehen und ein bisschen mehr zu erfahren. Was mit dem Bruder der Professor vor allem ist, der schon abgehauen ist. Bis dato sage ich dann, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.